Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unseren Booster getestet und in dieser Folge, nach der letztrigen erfolgreichen, halb erfolgreichen Landung, werden wir einen Orbitalflugtest vollführen. Dafür werden wir FMRS benötigen, den Mod, damit wir wieder zurückspringen können in der Zeit, um die einzelnen Teile zu lenken und zu steuern. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch, indem wir die Rakete hochfahren und ready machen for Takeoff. Und zwar in 3, 2, 1, Liftoff. Also sie startet schon ein bisschen schwerer wie davor. Also eindeutig hat sie ein bisschen mehr Last aufzunehmen. Aber sie fliegt immer noch relativ konstant. Ich habe die obere Tankversorgung hier geschlossen, damit wir was zur Landung übrig haben. Ich stelle mal die Booster auf volle Last, damit sie hochfliegen können. Die obere Stage hat allein 2000 MS, bedeutet, sie sollte sie auch relativ weit bringen können. Mit den RCS-Boostern sollten wir auch eigentlich relativ weit kommen. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie gut der Booster funktioniert und wie weit er das ganze Zeug bringt, weil immerhin, wenn wir eine 3-stagige System hier machen wollen, dann sollte das alles einwandfrei am Ende laufen. Also wir sollten langsam mit unserem orbitalen mit unserer orbitalen Kurve beginnen. Und das Ding dreht in die falsche Richtung. Was ist hier falsch? Irgendwas hat sich wieder gedreht. Das ist echt uncool, wenn ich anfange zu drehen und mein Kompass einfach nicht mehr stimmt. So. Wie schaut es aktuell mit den Abo-Ups aus? Der liegt bei 30 Kilometern gleich. Und ich denke mal, wir kommen so auf die 40 Kilometer insgesamt. Ja, sogar mehr. Ja, schaut gut aus. 50 Kilometer. Mehr sogar. Okay, und decoupeln. Okay, jetzt habe ich irgendwie die falsche Rakete am Start hier. Was habt ihr hier zur Hölle gemacht? Also irgendwie war das nicht wie geplant. Mit dem Staging, aber okay. Sie fliegt noch. Sie fliegt noch. Oh scheiße, das FMR ist... Oh fuck, okay. Das war nicht wie geplant. Warum auch immer ich jetzt bei dem unteren Teil geblieben bin. Aber okay, ich hätte vielleicht... Ja, das müssen wir zurücksetzen. Fuck, das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Wir gehen zum Flugzeugbau, zum Start zurück. Da wird still und heimlich Papier geklaut. Da ging die Tür auf, eine Hand rein, hat Papier geklaut und ist wieder raus. So. Also wir probieren das nochmal. Wir schauen uns jetzt nochmal das Staging an. Weil irgendwie war das anders als geplant. Und ansonsten einfach nicht verzagen, vielleicht mal. Wäre auch eine schlaue Idee. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe doch einfach anders gestaged gehabt. Eigentlich war das anders geplant. Das habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen, was eigentlich vorne drin ist. Das habe ich eigentlich gedacht, tun wir später anschauen, aber okay. So, warum? Aha. Ich sehe den Fehler. Warum zur Hölle bist denn du da drin? Du gehörst da gar nicht rein. Okay, ich würde sagen nochmal 3, 2, 1, Liftoff. Wir geben direkt Full Burn, haben nach ca. 500 Metern 100 ms pro Sekunde. Also 100 Meter pro Sekunde, 100 ms pro Sekunde, ja, ja. Das wäre ja dann Sekunden zum Quadrat. Das wäre nicht so schlau. Wir beschleunigen es schön und gut. 200 Meter pro Sekunde. Ich darf jetzt bloß nicht wieder vergessen, dass ich einen anderen Knopf drücken muss. So. Wir gehen gleich leicht in die Kurve. Damit wir anstatt hoch weit kommen. Wir sind bei 5000 Metern und haben 70 Grad erreicht. Gehen weiter runter. 65 Grad.
mit 7000 Metern. Wir sinken weiter. 60 Grad bei 8 Kilometern. Bei 10 Kilometern 55 Grad. Und 40 Grad werden wir bei, ich denke mal, 14 Kilometern erreichen, circa. 15 Kilometern und wir haben die 45 Grad Linie erreicht. Full Burst ist draußen. Wir ejecten die Sachen jetzt. Rakete ist weg. Wir öffnen die oberen Valves. Fang an, die Rakete zu drehen. Wir drehen uns genau jetzt andersrum, so dass wir zurückfliegen können. Wo ist mein FMRS schon wieder eigentlich? Warum verschwindet das immer, wenn ich was mache? Was ist das denn jetzt? Und jetzt schauen wir, dass wir das Ding zurückkriegen. Schicken wir das schön zurück. Okay, wir haben eindeutig zu wenige Messen noch drin. Hören mit dem Boost auf, schalten um auf die Hauptbooster, stellen uns Retrograde. So, okay, wir schalten um auf die andere Stage, die sollte hoffentlich noch im Flug sein. Der Booster ist nicht schlecht, aber er lässt sich eindeutig nicht zurückfliegen. Front ausrichten, Triebwerk starten. Wir haben nicht mehr unbedingt so viel Spazi in dem Fall. Komm schon, zieh hoch. Wir müssen aus der Atmosphäre raus, dann bringt sich der Booster erst recht was. Also wir bräuchten eigentlich stärkere Antriebe und eine größere Rakete grundsätzlich. Vielleicht sollten wir da doch nochmal einen anderen Booster testen mit einer anderen Technik. Ich weiß es ja selber auch nicht unbedingt. Schauen wir wenigstens, ob das Ding grundsätzlich als K1-Booster durchgehen würde. Wäre schon mal etwas. So, 70. Wir schauen, dass wir auf 80 kommen. Dann starten wir nochmal den Burn oben. Nur mal auf 85 einfach. Frontal ausrichten. Jetzt ruhig. Wie schaut es aktuell an? Der Booster ist gerade nicht erreichbar, wie es scheint. Was für die Travel Time hast du noch? Eine Minute. Wechseln zu. Raumkapsel kann in Atmosphäre nicht gewechselt werden. Ei. Wechseln zu. Kann man da noch was retten? Warum höre ich die Orbitalmusik, wenn ich das mache? What? Da gibt was, was keinen Sinn. Retrograde. Jetzt kann ich die Atmosphäre natürlich nicht wechseln, ne?
Rettungsstation? Oh, das bringt dir natürlich wieder viel. Oh, ich hasse es, wenn man nicht. FMRS, warum hast du nicht gearbeitet? Was soll das denn? Das ist wahrscheinlich einfach auch irgendein Bug oder sowas. Das ist so typisch. Er hat auch lustigerweise nach unten gewechselt, oben ja auch ein Kernel, also sozusagen eine CPU oben verbaut ist. Weil ich auch nicht wirklich gecheckt habe. Aber was willst du machen? Wir müssen einfach eine neue Technik nochmal testen mit anderem Booster. Und so, wo ist denn? Leise. Wir fliegen dich jetzt weiter. Machen wir die Mission erstmal fertig. Machen wir die erstmal fertig. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass wir zurückdrehen müssen und dann nochmal Schub geben. Und das natürlich ziemlich viel Kraft benötigt in der Atmosphäre. Wir sollten halt schauen, dass der doch es schafft, außerhalb der Atmosphäre zu sein, damit wir die Drehung durchführen und dann die Landung einleiten können. Ich glaube, wir müssten halt doch schauen, dass wir so eine relativ Uupsa Höhe erreichen können. So, schauen wir mal, dass wir auf die 78 kommen. So circa. Vollboost. Das Ding sollte das gut hinkriegen. Wir öffnen die Kapseln. Und dann kann der kleine Satellit sich selber fortbewegen, wenn wir hoch genug sind. Dann kann er das ganz, ganz alleine machen. Wir reduzieren jetzt ein bisschen den Schub. Ganz vorsichtig. Dass er so ein bisschen unter die Gürtellinie sozusagen noch fällt. So, perfekt, sind nur noch 400 Meter. Und Staging. Jetzt wechseln wir auf das Frontteil. So schön und klein, so süß. Fahren die Solarpaneele aus. Ich weiß gar nicht, wie oft kann ich das zünden? 17 Mal. Und es steuert sich penibel genau. Es können nicht jede Forschung starten, die länger gebraucht haben. Wahrscheinlich auch die eine, die ich gebraucht hätte, nicht dabei. Das schaut genau so aus. Warte, der Antrieb braucht nur LH2. Ich habe LH2 und Oxidator dabei. Nee, doch, er braucht schon. Okay, wollte schon sagen, das wäre jetzt komisch gewesen. So, dann starten wir mal ganz leicht das Triebwerk. Holy shit, hat's viel Kraft, okay. Das wäre interessant für die Zukunft. Auf jeden Fall. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft, diesen kleinen Satelliten hier in den Orbit zu schießen. Er hat auch die Möglichkeit, sich selber noch ein bisschen zu transferieren. Er hat jetzt sich auch schon in den Orbit gebracht. Zwar nicht in den schönen Kreisrunden, sondern eher in den Ovalen. Aber hey, immerhin etwas. Er schwebt jetzt über Kerbin. Kann ein bisschen Daten erfassen. Ich würde mal sagen, er darf hier die Karte von Kerbin aufnehmen. Er nimmt zwar nicht so viel auf, aber da können wir ja auch irgendwann eine Positionsänderung noch machen. Und würde ich sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns
in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.